So, ready to play. Ja, wir wollen heute was machen. Wir brauchen jede Menge Gras. Schnappen wir uns doch die dreimal da hinten bei den Spinnen. Also wir könnten auch zu den Kaninchen laufen. Das ist mir eigentlich ein wenig zu weit. Ich wollte ja eigentlich auch noch heute die dritte Insel ein wenig erforschen. Also die nicht gefährliche Insel. Im Gegensatz jedenfalls zu der da hinten. Der da. Also wir gehen jetzt noch ein Stückchen da hoch. Wo versteckst du dich, du doofe Grassohle? Noch weiter oben. Stimmt, hinter irgendeinem Baum. Oh, den Busch nehmen wir auch mit. Auch wenn ich dich gar nicht haben will. Nö, da muss ich wohl die Kamera drehen. Eins, zwei. Ja, da ist. So. Sind wir jetzt wieder richtig rum? Ja, sind wir. Also ja, wir brauchen jede Menge Gras, vor allem für die Rüstung. Also erstmal für die Seile und dann für die Rüstung. Dann brauchen wir noch ganz viele, also mindestens 32 Stück für Fallen, damit wir mal die Spinnen jagen können. Und wir brauchen auch noch welche für irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht mehr genau, was das war. Die neue Forschungsmaschine vielleicht? Nee. Aber ja, so oder so können wir Gras immer wieder gebrauchen. Weil selbst die neue Rüstung wird nicht sehr lange halten, denke ich mal. Wenn wir später anfangen, die vierte Insel richtig zu erforschen. Da kamen wir diese Tentakel aus dem Boden und haben uns teilweise mit einem ordentlichen Treffer gleich kaputt gemacht. Ist nicht so schön. Aber gucken wir erstmal, was auf der dritten Insel ist. Da sind wir ja nur am Rand einmal lang geflitzt. Haben in die Mitte gar nicht reingeguckt. Mit etwas Glück sind da die Schweine. Mit denen könnten wir dann auch ein bisschen rumexperimentieren. Also die sollen angeblich auch Dünger geben, wenn man sie füttert. Aber wir brauchen den Dünger ja nicht wirklich. Wir haben hier oben die Yaks. Aber der Schweinekönig könnte interessant für uns sein. Denn wir haben ja doch recht viel Fleisch, das wir füttern können. Und so kommen wir an die Goldbrocken ran für die neue Waffenart. Oder Werkzeugart meine ich natürlich. Ein Ball and Cup. Haben wir den dahin geschmissen? Wahrscheinlich. Na gut, gehen wir erstmal auf den Weg zurück und gucken, wo der hinführt. Nehmen noch ein Grasbüschel mit. Ah, hier sind wirklich Schweine. Hallo. Oh, na, ich will dich nicht angreifen. Nein, ich will dich nicht angreifen. Kann ich dir Beeren geben? Ja, kann man. Und droppt sofort einen Haufen Dünger. Brauchen wir, wie gesagt, nicht. Aber wir haben es jetzt schon mal getestet, dass es funktioniert. Das ist schon mal gut. Und da ist der Schweinekönig. Der will bestimmt keine Beeren. Das hatten wir schon mal probiert. Aber wir können dann, wenn wir unseren Trip hier oben wieder zur ersten Insel hin machen, um noch mehr Grasbüschel zu holen, können wir auch so 10, 20 Kaninchen jagen und das Fleisch damit hierher bringen. Da müssen wir das gute Fleisch in Anführungszeichen von den aus Versehen getöteten Yaks nicht an den Schweinekönig verfüttern, sondern haben das dann weiterhin für uns als Reserve. So, jetzt einmal hier nach unten. So groß ist die Insel ja nicht. Aber immer einen halben Blick auf die Uhr. Es nähert sich schon der dunklen Phase. Wir haben keine Steine dabei. Ja, dann müssen wir das dritte vorgeschobene Lager etwas später mal machen. Komm schon, ich glaube nicht, dass wir die ganze Insel jetzt schaffen. Da sind zwei Bärenbüsche. Die nehmen wir mit. Und sobald wir die haben, laufen wir ganz schnell zurück zu unserer Farm. Sonst wird das hier nichts. So, du mit, du mit. Ja, du kannst gleich gegessen werden. So. Und zurück zur Farm. Mit einem kleinen Umweg. Ach komm schon, das schaffen wir. Lauf, Forest, lauf, Forest. So, da unten sind nochmal Spinnen. Und wenn wir ein bisschen in Schlangenlinie laufen, müssten wir die ganze Insel noch erforscht bekommen auf dem Weg nach draußen. Oh, Steine, sehr schön. Oder ein Stein. Noch ein Grabmal und da schon die Grenze. Jo.
Haben es doch noch geschafft. So, jetzt aber schnell. Ball in die Hand. Über die Brücke hier rüber. Ah, ist noch ein ganzes Stück bis zu unserem Lager. Ja, genau deswegen wollte ich eigentlich die Steine mitnehmen. Habe ich aber leider vergessen, dass wir dann halt am Ende der dritten Insel so ein großes Lagerfeuer errichten können, wo man nicht jedes Mal extra wieder Holz und Gras reinschmeißen muss. Also halt nur zum Brennen selbst, nicht um das Teil aufzustellen. Ich höre wieder lauter Plup-Plup-Geräusche. Das sind bestimmt die Bäume, die wachsen oder schrumpfen. Da oben ist noch eine kaputte Pickaxe und oh. Ja. Wir laufen ja schon. Laufen schneller. Wenn meine Berechnung stimmt, haben wir jetzt eine Minute Zeit, bis es richtige Nacht wird. Nee. Ja, das könnten wir schaffen. Ja, da ist schon mal das erste Jack. Da ist unser Lagerfeuer. Schöne Sache. Schmeißen wir erstmal Gras rein, damit es überhaupt brennt. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Das war mal wieder so eine Torschlussreaktion. Ich habe einfach irgendwas reingeschmissen. Eigentlich brauchen wir das Gras ja. Na gut, morgen halt. Wo machen wir denn mal die nächste Grasfarm hin? Hier haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Na gut, das müssen wir morgen früh gucken. Erstmal pflanzen wir hier noch zwei Büsche hin. So, 1, 2. Da sind schon 5, okay. Seil. Wir brauchten 4 Stück für die Rüstung. Nee, wird nichts. Schade. Na gut, die 3 wieder rein. Dann werden wir nicht Platz haben. Die Beeren sollten wir gleich essen. Und einen Teil der Samen können wir langsam wirklich mal verkochen. Wir finden da so viele den Tag über verteilt. Wir brauchen nur ein paar für unsere Farmen. So. Und schon sind wir wieder voll. Sehr gut. Wir haben das gute Fleisch. Kein einfaches Fleisch mehr. Nee. Also ja, sobald es Tag wird, verpflanzen wir die letzten Grassohlen und den Beerenbusch. Und was machen wir dann noch? Dann könnten wir zu den Kaninchen zurück. Um da die Grassohlen zu holen und das einfache Fleisch, um dann den Schweinekühen zu füttern, um an das Gold zu kommen. Und so weiter und so weiter. Noch irgendwas, was wir mitnehmen sollten zu den Hasen. Also außer jede Menge Stauraum. Der bleibt hier, die bleiben hier. Der Speer könnte eigentlich auch hier bleiben. Uns dürfte da eigentlich nichts Gefährliches über den Weg laufen. Die Kohle kann hier bleiben. Haben wir irgendwo Platz für die Kohle? Nee. Dann kommt die Kohle halt hier auf den Boden. Wir haben 8 Bretter. Was zur Hölle? Achso, die hatten wir schon vorbereitet für die Forschungsmaschine. Ich wollte gerade sagen, dafür könnten wir doch eigentlich 2 Kisten bauen. Warum machen wir das nicht? Aber da waren die 500 Forschungspunkte noch im Weg. Das heißt, wir könnten eigentlich die Kisten jetzt bauen und das andere später. Na komm, erstmal lassen wir das Holz da liegen. Wir pflanzen ganz schnell irgendwo, wo noch Platz ist. Einen weiteren Beerenbusch. Sagen wir mal hier, das müsste genug Abstand sein. Und hier oben, hier so bauen wir noch eine Grasfarm an. Eine zugegebenermaßen recht kleine momentan, aber das kann sich ja noch ändern. So, wir haben jetzt 5 Item-Slots frei. Für Grasbüschel, Bärensträucher und das ganze Fleisch von den Hasen. Oh doch, wir brauchen den Speer. Doch auf jeden Fall. Denn der Speer verliert nur 1%. Und so häufig greifen wir ja nichts an. Da sollten wir lieber den Speer verbrauchen als die Axt. Weil die Axt ja auch Flint braucht. So. Stöckchen haben wir noch genug. Holz sollten wir nicht unterwegs hauen, sonst schaffen wir das zeitig nicht mehr. Und wir haben ja so genug, um die nächste Nacht bei den Kaninchen zu verbringen. Wir ticken noch runter. So. Naja, ich bin sehr zufrieden soweit. Wir kommen gut voran.
das ist scheinbar echt das Wichtigste bei diesem Spiel. Man sollte nichts übertreiben. Klar ist es interessant zu gucken, was hinter dem Sumpf ist und was in dem Sumpf noch genau ist und so weiter. Aber das führt ja meistens einfach nur zu einem schnellen Tod. Wir sollten es lieber richtig schön grinden, alles rausholen aus den Inseln, was geht. Und erst weiterziehen, wenn es absolut nicht anders geht. Oder wenn wir wirklich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet sind. Wie zum Beispiel mit einem neuen Logsuit, mit vielleicht einer neuen Waffe. Auch wenn ich neue Waffe gar nicht gesehen habe bei der jetzigen Forschung. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ja, also neue Rüstung, neue Waffe, jede Menge Essen, die Steine für ein ordentliches Lagerfeuer und Holz zum Verbrennen für ein paar Nächte. Weil ich weiß nicht, ob es im Sumpf auch genug Holz gab. Und kann auf der Karte so auch gar nicht sehen. Also das hier sind die Bäume. Oder sind das die Stöckchenbüsche? Das sind die Stöckchenbüsche, glaube ich. Warum sind die Bäume nicht eingezeichnet? Na, wir haben wahrscheinlich dann zu viele und würden das ganze Bild überladen. Ja, das müssen wir dann gucken, ob es im Sumpf überhaupt Holz gibt. Also sicherheitshalber sollten wir auch dann 10 Stücken Holz mitnehmen. Damit wir 2 Nächte über leben können. So, Kaninchen. Ihr hattet genug Zeit gehabt, euch zu vermehren. Jetzt ist das Jagen angesagt. Ein Stück Gold wäre das schon mal. Wenn man so rechnen will. Und ich will gerade so rechnen, denn ich brauche jede Menge Gold. Bin richtig neugierig auf die neuen Werkzeuge. Also wie lange die halten und so weiter. Und außerdem verbrauchen die halt keinen Flint. Das heißt, so hätten wir auch erneuerbare Werkzeuge. Momentan ist unser Problem ja, dass wir das Flint unbedingt brauchen für die Werkzeuge. Aber wenn wir die Kaninchen jagen, das Kaninchenfleisch braten und dem Schweinekönig geben und dafür Gold bekommen, dann können wir mithilfe von Stöckchen, die ja auch wiederverwertbar sind oder nachwachsen sind, also mit den Stöckchen und dem gewonnenen Gold Werkzeuge herstellen. Das heißt, wir müssten eigentlich gar nicht weiter forschen, die Inseln, aber das ist ein bisschen langweilig. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Außerdem kommt ja auch in 5 Tagen ein Patch. Das wird netterweise auch im Spiel immer angezeigt. Wenn man das Spiel startet, ist unten links eine Anzeige, wie viele Tage es noch dauert, bis der nächste Patch kommt. Das finde ich recht interessant, weil sowas hier eigentlich recht schwer einzuhalten ist. Also als Programmierer. Aber die haben das wohl einigermaßen im Griff. So, zu welchem Loch gehörst du? Ich nehme an, zu dem da oben rechts. Und der versteckt sich im Gras. Komm. Zack. Genau. Gut so. Er gibt so schön viel Gras. Kommt alles mit. Und ja, das buddeln wir auch gleich aus. Aber ich wollte erstmal, dass die Kaninchen keine Rückzugsmöglichkeiten mehr haben. So. Du gehörst doch zu dem da. Zack. 7 Stück Gold. Falsches Loch. Also 10 Stück müssten erstmal reichen. Wir nähen uns momentan ja eh selbst eher von den Samen und Beeren und was weiß ich, was wir noch so finden. Da müssen wir das Kaninchenfleisch und das gute Jackfleisch gar nicht erst antasten. So. Na, falsch. Dann gehörst du dahin. So, 9 Fleisch und wir haben es gleich schon wieder Nacht. Habe ich fast gar nicht drauf geachtet. Also, gar nicht drauf geachtet. Aber ja, wir sind ja nah genug an der Basis dran, das passt schon. Und wir haben gerade unser 10. Stück Fleisch gejagt. Wir nutzen noch die letzten Sonnenstrahlen mal, um noch 10 Grassohlen rauszuholen. Oder es zumindest zu versuchen. Und danach gucken wir uns das alte Lager nochmal an, was wir da so anstellen können. Ja, schnell ein Holz raufwerfen. Oder auf 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und schön viele große Bäume. Das nutzen wir doch mal aus. Und schön gedrückt halten. Ja, das ist doch wesentlich praktischer. Mit dem gedrückt halten. Auch wenn ich den Verdacht habe, dass es ein wenig langsamer ist. Also als dieser riesige Baum uns... Ja, du solltest was essen. Als dieser riesige Baum uns angegriffen hatte, habe ich das ja einmal getestet. Ich habe einmal die Maustaste gedrückt gehalten und einmal so wahnsinnig schnell hin und her geklickt. Es kam mir vor, als wenn es mit dem Schnellklicken schneller ging. Aber das kann auch einfach nur Selbstverblendung gewesen sein. Muss man einfach mal ein Auge drauf werfen. So, du kommst auch noch mit.
Da unten haben wir noch eine Fackel liegen, warum auch immer. Ich glaube, wir hatten die einfach mal irgendwann aussortiert.